Ich wurde jetzt ein Duell herausgefordert, das nehme ich jetzt aber nicht an, ihr Anfänger. Lassen Sie mich hier noch voll im Stress und müssen was machen? Eine Wartungskonsole benutzen. Daniel, das du fährst in die falsche Richtung. Wir müssen hier raus und hoch und raus. Ja, weil das Mischpult, Mischpult am besten hinter uns her. Wir sollen hier ja immer noch in der Hauptkampagne. Was sollen wir? Irgendwas sollen wir abschalten. Störsignal abschalten, damit wir auf der Hyperion. Damit die Abwehrsysteme starten können. Mach du das mal, du kannst das. Bitte? Macht ihr das mal. Nee, du bist die Kamera. Ach, ich bin die Kamera. Dann nehme ich erstmal ein geiles Schild mit. Oh, jetzt noch ein besseres Schild. Ich hoffe, du nimmst auf. Ja, ja, ich nehme schon auf. Sonst ist das ein Hörspiel. Also, ich aktiviere jetzt das mal. Also, Relais zerstören. Ah, Indianer! Scheiß Lasergeschütze, scheiß. So. Hier ist so ein Relais. René? Relais heißt das. Nee, nur weil das Renne heißt, das ist nicht Renne. Das ist Regge. Ich lass ihn mal helfen. Wo sind denn hier noch das welche? Für ein riesiges Viech? Was denn? Gestohlener Dahlfighter. Raumschiff-Ding. Richtig. Ich glaube, die waren auf der Mondstation auch schon. Ja, ja. Flogen da auch schon rum. War das ein, ja, du kannst mich mal am Arsch lecken? Richtig. Ganz genau. Könntest du mich mal aufstellen, bitte? Wo ist er? Gott, wo bist du denn da schon wieder? Weg. Andere Seite. Ja, danke. Sorry, ja, du bist halt zu weit weg gewesen. Wo bist denn du? Ich bin zu weit weg gewesen, weil ihr immer so weit wegrennt. Da stehen zwei nebeneinander. Einer ist nicht da. Au. Das ist okay, wenigstens irgendwie ein bisschen was zu erreichen. Und ihr sitzt da und trinkt Bier. So, ich trinke auch Bier. Jetzt seid ihr beide tot, jetzt kommt jetzt nämlich davon. Ich bin wieder da. In dieser ganzen Biertrinkerei. Dann wieder hier nur rumliegen und nichts auch zustande kriegen. Ah, oh, es ist mich weggesprengt. Bist du wieder da, ja? Ja, neue Stärke. Ich habe das Gefühl, dass die Waffen, die ich mir gekauft habe, voller Scheiß sind. Waffen, die man sich kaufen kann, sind immer Scheiße. Ich hab die ja gefunden. Oh Scheiße, ich bin komplett leer. Ich hab nur die falschen verkauft. Boah, was ist denn, was geht denn hier ab? Wo ist er? Da hinten ist er, ich komm. Bin auch tot, gell, also. Versuch's. Zack. Ich hab absolut keine Munition mehr. Wenn das jemand ändern will. Wir müssen mal schnell diese Relais kaputt machen. Ich glaube, die kommen hier sonst endlos nach. Amok-Gaudi. Wer hat denn jetzt die Amok-Gaudi gestartet? Jetzt verbraucht er die drei Schuss, die ich noch hab. Gegen niemanden. Wer hat denn jetzt die Amok-Gaudi gestartet? Du kannst das übrigens unterbinden, wenn du einfach sprintest. Also ich konnte jetzt gar nicht einfach sprintet, sagt er. Ist mir schon klar, dass... Hast du schon mal gesehen, wie ich dir das Straßenbein hinterher renne? Da ist nichts mit einfach. Geh kaputt. Wo ist denn das scheiß Relais hin? Hier. Ah, hier. Ja! Ah, schon wieder tot! Komme! Harry? Verdammt, was ist da drüben los? Das Override-Signal ist abgebrochen. Wer zum Teufel ist das? Audio ist kompatibel mit der Stimme des Himmels. Moment, du bist nicht Red oder Billy. Oh, Mist. Der Wolf hat die ganze Zeit für Sarpedon gearbeitet. Oh, ja! Wir treffen uns in Concordia. Wir müssen mit dem Kerl reden. Juhu! Immer mit der Ruhe. Wir tun ihm nichts, bis wir wissen, was mit ihm los ist. Wunderwärts. Bonnie, was haben Sie denn erwartet von jemandem, der Pyref heißt? Hallo, das ist Profiling, was du hier machst. Der heißt im Englischen Merif. Übrigens. Cool. Für alle, die kein Englisch können. So. Sag mal, war irgendwo ein Automat, wo man Munition kaufen konnte? Ja. Ach, da vorne. Da
einfach die aufheben, die hier rumliegt, aber gut. Gibt's hier noch ein Schild? Ist natürlich ein bisschen dumm, dass ich nur Laserwaffen benutze. Sag ich doch. Andererseits ist auch sehr geil, dass ich nur Laserwaffen benutze. Fällt mir gerade mal so auf. Ihr seid schon wieder total vorgerannt. Mensch. Ja, dann muss man halt mal nachkommen. Gebt mir größte Mühe, das zu vermeiden. Also nachkommen. Ich warte jetzt hier schon mal. Ist das und so? Die Welt dankt dir. Größte Mühe, also. Wo seid ihr denn? Ich schau jetzt mal in mein Inventar. Jetzt hab ich leider den Namen von dem Comedian vergessen, weil neulich so ein geiler Stand-Up-Comedian, der bei Conan O'Brien zu Gast war, der dann halt meinte, wie genial es halt ist, dass wenn du einen Kater hast und einfach noch ein Bier trinkst, dass der Kater dann weggeht. Also das Alkohol, das gleiche Problem, was das gleiche Ding, was das Problem ausgelöst hat, löst es auch. Und wie gut es halt wäre, wenn das beim Sex auch so funktionieren würde. Dass wenn du halt einmal mit einer Frau schläfst und sie schwanger ist, und du dann nochmal mit ihr schläfst, ist wieder weg. Entschwangern. Das heißt, es garantiert, dass du mindestens zweimal mit ihr in die Kiste kannst, weil du halt einfach verantwortungsbewusst bist. Ja. Los geht das. Kinder, wenn ihr hier zuhört, hört lieber nicht zu. Was? Wir versuchen hier nur verantwortungsbewusst zu sein. Auto, Station, ich will Auto fahren. Ich fahr mit. Nee, nicht angemeldet. Ja, ich will mitfahren. Ha, schon sitze ich drin. Da. Der sieht so nett aus, wie er da oben drin steht. Hui. Juhu. Ja, das ist ein Viech. Ich hab's angefahren. Hey. Zweimal nicht so schnell, ich schieße noch. Setze wie Neukölln. Wo müssen wir denn? Wo da müssen wir so denn hin? Steht hier. Ach, wir müssen wieder. Stimmt, wir müssen ja zurück nach Concordia. No. Wie seid ihr denn da hingekommen? Ich verstehe. Geschwind. Ach, wir müssen jetzt so Schnellreise. Ach, Schnellreise funktioniert ja jetzt wieder, weil wir die Hyperion reaktiviert haben. Aber dann kann ich jetzt hier noch einen ganzen Schrott verkaufen. Wohin? Waffenautomaten schaffen Abhilfe. Öden ist der Stille, oder? Schon, gell? Ach, hier seid ihr. Bei den Darksiders. Richtig, Öden ist der Stille. Reisen wir jetzt alle? Ja. Okay, jetzt reisen wir alle. Na toll. Mitgehangen, mitgefangen. Andersrum. Ach, diese Texturen. Da sind sie. Hey, Moment mal, das ist doch die Station vom Anfang. Ja, genau. Wir müssen jetzt. Hier ist es halt der nächste Stop in Richtung Concordia. Fahren wir nicht mit dem Auto? Doch. Ich fahr mit. Nicht angemeldet. Ah, da ist es. Und los! Wie geil ist das? Ich muss mal dringend auf mein Auto so einen Lasergeschützturm draufbauen. Das wollte ich eh schon lange mal machen. Da brauche ich aber immer einen, der fährt, damit ich oben und sitzen und schießen kann. Ach. Hallo. Wenn du allein fährst, geht es auch so. Das ist aber langweilig. So. Man will ja den Fahrtwind spüren. Vor allem, wenn dich die Polizei aufhält, fahren und schießen. Sagen Sie mal, seien Sie gefahren und haben geschossen. 35 Euro Strafe. Aber fahren und nur nachladen geht, oder? Ja. Ja. Man darf auch unter dem Schießen nicht telefonieren. Haben Sie telefoniert? Nicht? Nee, nur geschossen. Hurra! Ich mag ja so Hub-Städte immer gar nicht. Unsere eigene Sicherheit bleibt Concordia in den nächsten Wochen abgeriegelt. Ende der Durchsage. Aha! Auch das noch. Ich glaube, das entspricht nicht der Wahrheit. Ich glaube auch nicht. Was sind wir denn alle so von Level? Ich bin Level 9, 3/4. Kann man auf jeden Fall demnächst mal diese Nebenquest machen, die wir noch offen hatten. Schon wieder viele Badness. Hier ist übrigens auch noch eine.
eine Nebenquest. Ja, am Mission Board. Wie gesagt, nicht schießwütig werden. Wenn er Infos hat, will ich sie nicht durch Blutgespotze hindurchhören. Er hat sowieso schon eine furchtbare Aussprache. Ausgezeichneter Plan! Nur bedenken Sie, der Bürel hat irgendwie den Aufzug abgeschaltet. Na, großartig! Na ja, ich habe eine Aufnahme vom Bettgeflüster zwischen dem Bürel und Serena, der Lieblingsgescha des Zöllnerbots. Nein, das würde nicht gehen. Vielleicht können wir den Bürel mit der schmutzigen Aufnahme erpressen, die wir von ihm und der Gescha besitzen. Jazzi! Wir basteln uns einen empörten Zöllner-Claptrap. Hol die Aufnahme, Mox. Du stehst aber so ein bisschen unvorteilhaft vor dem. Au! Komm mal, warte mal. Achso, jetzt holen wir erstmal die, machen wir erstmal die ein bisschen fertig. So, hier muss irgendwo, da ist der Claptrap. Und ist der mit dem Hut? Boah, wie er abgeht. Der Schnurrbart hat er auch. Dann Wo ist denn der hin? Vielleicht müssen wir doch mit Daft Punk reden. DJ Rang. Ich wechsle mit DJ Range. Der legt nämlich nur noch für Axe auf. Wo ist denn... Wir haben jetzt die Quest. Ist das nicht der hier? Nee. Oh, das ist ja geil. Schaut mal hier in der Bar. Hier gibt's Drinks. Boah, Fritz und die Bar. Fritz, irgendwann gehen wir mal in eine richtige Bar. Oh, stimmt, geil. Und die verändern die Werte. Den Zustand, was haben wir denn? 30 Minuten. Feuerrate, Ladegeschwindigkeit, Waffen wechseln. Nahkampfschaden. Boah, das ist aber ganz schön teuer hier. Für eine halbe Stunde. Und dann 10 von diesen Marken. Nee. Ist wieder echt ein Bar. Wie viel haben wir zu denn? Zu Hause vorglühen und dann... Wo sehe ich denn, wie viele Marken ich habe? Ach, kommt mal hier runter, schnell, hier unten ist es. 35, nee, ist mir echt zu teuer. Komm mal schnell hier runter, hier unten geht die Quest schon los. Du hast soeben einen Beamten bei der Ausübung seines Dienstes gestört. Na, wir möchten Anzeige erstatten. Euer toller Bürrif bricht Gesetze. Wir haben Beweise. Er bricht Gesetze? Erzähl mir mehr darüber. Danke für dein Engagement, Bürger. Sei versichert, es wird alles protokolliert. Lang lebe der Bürrif. Max, spiel's ab. Verdammt. Du bist eine echt gute Zuhörerin. Das muss man dir lassen. Kann ich dich nicht morgen für eher körperliche Dienstleistungen buchen? Momentan bin ich vor Stress der reinste Vulkan. Etwas Entspannung würde mir gut tun. Sie wissen, dass Geisha-Bots nicht für so etwas programmiert sind. Serena, ehrlich? Ich bin dein Hyriff. Du würdest Concordia einen Dienst erweisen. Es soll auch dein Schaden nicht sein. Ich schwimme jetzt in Geld von Dahl. Der Bürrif interfaced mit meiner Serena? Nein! Ich fühle mich verraten. Und laut meinen Akten hat der Bürrif nicht die erforderlichen Genehmigungen für derlei Aktivitäten. Und dadurch ist meine Empörung moralisch gerechtfertigt. Super! Hey, verstehe ich total, Kumpel. Es heißt, er hat just im Moment ein weiteres Stelldichein mit Serena. Was? Bürger, das war nicht... Das mag nach mir geklungen haben, aber... jemand, der die gleiche Stimme hat wie ich, hat mich nachgemacht. Danke, dass ihr in dieser schweren Zeit meine Privatsphäre achtet. Vielen Dank. Ist das etwa sein Ernst? Dieser Kerl ist fertig! Ohne interorganische Fraternisierungslizenz mache ich ihm das Leben zur Hölle! Der Interface... Alle Spieler erforderlich. Serena, ich komme, meine Liebe. Das ist schon besser. Und los geht's. Auf zur Bühre. Im Ernst, du Idiotenmaschine? Die Büros sind oben. Richtig. Ich bin ein kleiner Witzbold. Nach oben. Was für ein Ding. Oh, geil, ich hab ne Railgun. Vier Munition pro Schuss. Sehr dann gut. Geht's weiter. Das ist gleich ein richtiger Level. Was ist denn da los? Medivs Office. Ui, da hat hier so einen Schaukasten. Damit muss er eindeutig reich sein. Sollen wir uns hier erstmal kurz ausstaffieren? Ja.
Da Farsch. Habt ihr schon irgendwo einen Laden gefunden, wo man die Dings ausgeben kann, die Mondsteine? Nee, habt ihr schon irgendwo einen Laden gefunden, wo man sein Outfit ändern kann? Habt ihr irgendwas verstanden, was in diesem Spiel überhaupt vor sich geht? Ich glaube nicht. Oh, da gibt's schon Ärger. Ach, guck mal, diese... So, bevor es hier richtig abgeht, machen wir ein kurzes Päuschen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es dem Bürif an den Kragen geht. Bis dann. Ciao. Ciao.